Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Lernende. Ich freue mich, dass ich nach längerer Zeit wieder einmal die Möglichkeit habe, eins meiner 44 fiesesten Fallen für Java-Anfänger-Videos aufzuzeichnen. Sie sehen es auf der Folie, es ist mittlerweile Teil 7 und hier geht es um die Sache mit den Objekten bzw. Objektreferenzen. Und ich unterrichte in diesem Semester an der Hochschule Mannheim ja die Programmierung 2 als Vorlesung und habe gemerkt, dass dann ja dieses Thema, was man so typischerweise am Ende des ersten Semesters mal anreißt und so ein bisschen verstanden hat, dass das doch tatsächlich größere Schwierigkeiten für viele Studierende bereitet. Und deswegen, ja, möchte ich das in diesem Video noch einmal versuchen zusammenzufassen. Es wird wohl doch ein bisschen ein längeres Video geben, weil ich mir ein kleines Beispiel überlegt habe, was ich dann Schritt für Schritt einfach mit Ihnen durchgehen möchte. Und zwar ist dieses Beispiel eine kleine ja, Studienverwaltung oder Hochschulverwaltung, wenn man so will. Wirklich ganz, ganz einfach gehalten, auf das Wesentliche reduziert. Und ja, ohne lange Vorrede möchte ich an dieser Stelle jetzt hier direkt einsteigen und möchte einmal zeigen, was ich hier vorbereitet habe. Und so die Grundlage, um das zu verstehen, ist tatsächlich dieser Gedanke, dass wir Klassen als Datentypen oder als Datenhalter verwenden können, um eben eine Reihe von Attributen für diese Klassen zu gruppieren und zusammenzufassen. Ja, wir möchten also hier Studentenobjekte in Anführungszeichen beschreiben. Ja, und ein solcher Student, wir sehen es hier in dieser kleinen ja, Excel-Tabelle, wenn man so will, die ich hier mal als Beispiel ankopiert habe. Dieser Student oder diese Studentin ist beschrieben durch einen Vornamen, einen Namen und eine Matrikelnummer, also der eindeutige Identifier, wenn man so möchte, für Studierende. Und ja, wenn ich jetzt mir diesen Java-Code hier anschaue, diese Klasse, die eben einen Datentyp definiert, den ich dann verwenden kann, ja, von dem ich dann Objektinstanzen erzeugen kann, dann sehe ich eben, dass diese Klasse ja in ihrem Konstruktor eben den Vornamen, den Namen und eine Matrikelnummer erwartet. Ja, also wie gesagt, alles ganz, ganz einfach gehalten, um eben den Blick auf das Wesentliche zu lenken, nämlich das Verständnis dieser Objektreferenzen in Java und wie das Ganze funktioniert. Wir sehen weiter, dass hier noch drei Getter-Methoden in dieser Klasse drin sind und ansonsten ist ja hier erstmal nichts mehr enthalten. Ja, und wenn ich jetzt eine neue Instanz von dieser Studentenklasse anlegen möchte, dann kann ich das machen, eben wie hier unten gezeigt, wo ich dann ja, Student S ist gleich New Student und dann mit den entsprechenden Parametern eben dieses Objekt dann initialisiere. Und wie gesagt, das sollte so die Grundvoraussetzung sein, dass Sie eine Idee haben, wie Sie über eine ja, Anforderungs- oder Domänenanalyse, ne, wie Sie da erkennen können, welche Klassen ein solches System brauchen kann und welche Objektinstanzen es dann dazu gibt, wie sich diese Klassen bzw. Instanzen über Attribute beschreiben lassen und ja, wie Sie dann eben von diesen Klassen Instanzen tatsächlich erzeugen können und wie Sie damit umgehen können. Wenn Sie das soweit einigermaßen verstanden haben, ich glaube, das Video hier wird auch zu dem weiteren Verständnis davon nochmal beitragen. Wenn Sie das einigermaßen verstanden haben, habe ich hier noch eine Folie vorbereitet, wo ja die Architektur in Anführungszeichen, oder nennen wir es vielleicht lieber die Struktur in Anführungszeichen dieser Studienverwaltung, die ich als Beispiel mir überlegt habe, nochmal dargestellt ist. Wir haben also hier in einem Domain-Package, ja, das ist also das Package, in dem im Wesentlichen die Business-Logik, die Geschäftsfunktionalität abgelegt oder angelegt wird. Und dieses Package enthält jetzt zunächst, Sie sehen es hier, unsere eben schon gesehene Studentenklasse. Und ja, damit eben das System auch eine gewisse Struktur hat und letztendlich dann auch vorbereitet ist hier für dieses Model View Controller Pattern, wenn dann irgendwann mal eine UI an dieses System angedockt würde. Deswegen, ja, habe ich eben mir eine solche Systemarchitektur, Systemstruktur überlegt, die auch ganz, ganz einfach gehalten ist. Wir haben nämlich zu diesem Business Logic Package hier haben wir noch ein weiteres Package, das ist unsere API, also unser Application Programming Interface, was letzten Endes das eingekapselte
Backend unseres Systems dann eben einer oder verschiedenen UIs zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn wir uns jetzt noch ein UI-Package denken würden, ja, was ich der Einfachheit halber in diesem Beispiel jetzt nicht machen möchte, sondern wo ich jetzt einfach dieses Backend ansprechen möchte über JUnit-Tests, über Systemtests sozusagen. Ja, wenn ich mir also jetzt an UI noch dazu denken würde, dann würde eben diese UI auch wieder in einem Package liegen. Ich skizziere das hier mal einfach als so ein Kästchen nochmal dahin. Und diese UI würde dann, na, so sieht es besser aus, und diese UI würde dann eben hier diese Fassadenklasse, diese API-Klasse eben verwenden, um die da drin enthaltenen Methoden aufzurufen. Und Sie können sehen, es sind in dieser API, also in der Schnittstelle unseres System-Backends, ne, was dann eben die Funktionalität des Systems nach außen zur Verfügung stellt, sind jetzt bisher zwei Methoden drin, nämlich eine Methode, um Studenteninstanzen anzulegen, das ist die hier, und eine, um dann Studentendaten abzufragen. Und wenn ich Studentendaten anlegen möchte, ne, dann stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt Sachbearbeiter Prüfungsamt und möchten jetzt einen Studenten anlegen, und dann müssen Sie natürlich ja Name, Vorname, Matrikelnummer, also die Daten, die wir bei einem Studenten speichern möchten, die müssen wir jetzt natürlich in das System hineingeben. Die müssten wir dann theoretisch eben hier über die UI eingeben, und dann würde die UI diese Methode hier aufrufen. Diese Methode würde dann hier hinten über den Konstruktor ein Studenten Objekt bzw. eine Instanz anlegen und würde die eben, ja, Sie sehen es hier angedeutet, über eine wie auch immer geartete Datenstruktur, wir werden es gleich sehen, bei mir ist es eine Liste, ne, würden wir diese Daten eben speichern und würden die uns quasi in unserem Backend hier entsprechend merken. So, und wenn dann eben von außen ein oder die Daten für eine Studierendeninstanz abgefragt werden sollen, dann brauche ich da typischerweise eben einen Key, einen Identifier, um den passenden Studierenden bzw. die passende Studierende zu finden. Und das wäre in dem Falle dann einfach die Matrikelnummer. Ja, und vielleicht wundert sich gerade der ein oder andere, warum ich jetzt hier hinten String hingeschrieben habe. Naja, das ist ganz einfach deswegen. Ich möchte das Geheimnisprinzip wahren. Das heißt also, alles das, was in unserem Backend hier drin ist, ja, und auch was da an Instanzen drin ist, das soll eben erstmal nicht aus dem Backend hinausgegeben werden. Also man kann sich dieses Backend hier so, ich mache nochmal hier so einen Kreis oder einen Kasten außenrum. Man kann sich das hier als eine Blackbox vorstellen, in die ich eben von außen nicht reingucken können möchte und die eben auch keine Objekte von diesen Klassen, keine Instanzen von diesen Klassen, wie sie hier hinten sind, nach außen geben möchte. Hat diverse Gründe, ne? Das Geheimnisprinzip ist so das Stichwort, das können Sie auch leicht dann googeln und dann mal nachlesen, was da dahinter steckt. Würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen, wenn ich da im Detail drauf eingehen würde. So, heißt aber, dass ich dann einfach im Prinzip über die ToString-Methode hier an der Stelle mir einen String zusammenbauen lasse, der eben Studentendaten beschreibt, ne, die dann eben auf der UI entsprechend auch dargestellt werden könnten, sodass eben keine Studenteninstanz hier, die ja die UI dann manipulieren könnte, theoretisch, ja, ohne dass das hier in mein Backend hineingeht. So, jetzt habe ich den Faden im Satz verloren. Genau. Das heißt also, ich möchte diese Instanzen nicht nach außen geben und gebe einfach einen String nach außen. Und die Alternative wären dann sogenannte Data Transfer Objects. Ja. Auch das ist ein Stichwort, das Sie googeln können. Auch hier möchte ich es an der Stelle dabei bewenden lassen, um das Video nicht noch länger zu machen, als es ohnehin schon werden wird. So, das heißt, ja, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wie das in Java Code aussieht, ne, ich habe jetzt nochmal für diese Studienverwaltung, also für die Fassadenklasse, den Java Code unten drunter geschrieben. Wir sehen hier diese eben schon angesprochene Liste, in der eben alle Studierendeninstanzen, die angelegt wurden, dann verwaltet und gesammelt und gespeichert werden. Wir sehen dann diese beiden Methoden, die in dem Klassendiagramm oben gezeigt sind, also Student anlegen und Studentendaten abfragen. Und wir sehen auch die Implementierung dieser Methoden. Das für Student anlegen ist sehr, sehr einfach. Da wird ein Konstruktoraufruf auf der Studentenklasse gemacht und eben das resultierende Objekt dann in diese Studierendenliste hier eingefügt, und wenn ich dann für eine bestimmte Matrikelnummer
Studierendendaten rausfinden möchte, dann gehe ich einfach komplett über diese Liste drüber mit einer For-Each-Schleife hier. Ich iteriere darüber, ne? Und wenn dann die Matrikelnummer des jeweiligen Objektes, was ich mir gerade anschaue, der Matrikelnummer, die ich suche, entspricht, dann gebe ich an der Stelle einfach das entsprechende Objekt zurück. Wenn es nicht gefunden wird, gebe ich jetzt hier mal ganz nonchalant ein Nullwert zurück, was natürlich in der Praxis vielleicht auch nicht so die allerschlauste Lösung unbedingt immer ist, aber auch hier an der Stelle der Verweis auf die Literatur bzw. auf ja, den eigenen Hirnschmalz, wo Sie überlegen können, ob man da vielleicht eine Exception machen würde oder doch lieber bei Null bleibt oder ein Optional zurückgibt oder was auch immer. So, ja, damit sollten wir soweit gerüstet sein, um diese Struktur zu verstehen, diese Struktur verstanden zu haben. Ja, wir hatten den Code für den Studenten ja schon gesehen. Ich werde auch diesen Code bei GitHub jeweils posten, habe dann entsprechend auch die ja, verschiedenen Schritte, die ich in diesem Code gemacht habe, committed, sodass ich dann also jeweils einen Commit entsprechend verlinken kann. Mal gucken, ob ich das hier bei YouTube dann unter dem Video auch entsprechend mit den Timestamps verlinkt bekomme, dass das dann schön nachvollziehbar ist, was denn jeweils der aktuelle Stand war. So. Und wie gesagt, um jetzt mit diesem System hier umgehen zu können, um mit diesem System arbeiten zu können, bräuchte es eigentlich eine UI. Ich habe mir das Leben jetzt insofern ein bisschen leichter gemacht, dass ich jetzt einfach einen JUnit-Testfall hier geschrieben habe, sozusagen einen Systemtest, ja, der jetzt eben eine Instanz von der Studienverwaltung hier anlegt, also eine Instanz des Backends. Ja, auf dieser Instanz dann die Methode Student anlegen mit einem Beispiel Datensatz jetzt aufruft und ja, dann im nächsten Schritt eben abfragt, ob dieser Student dann letztendlich auch korrekt angelegt worden ist. Das heißt also, ich habe hier Studentendaten abfragen und da kommt, wie gesagt, ein String zurück und dann prüfe ich jetzt einfach mal einigermaßen, so hoffe ich, sinnvoll, dass eben dann diese Daten des Studenten, jetzt habe ich hier im falschen Monitor geklickt mit der Maus, dass also diese Daten des Studenten, den ich jetzt gerade angelegt habe, dass die dann tatsächlich entsprechend auch in dieser Abfrage enthalten sind und gehe dann davon aus, dass eben der Testfall hier funktioniert hat. Ja, und Sie sehen, ich mache dann nochmal eine Abfrage mit einer nicht existierenden Matrikelnummer und gehe dann davon aus, dass eben ein Nullwert zurückkommt und um das Ganze eben auszutesten. Und ich habe das natürlich, wie gesagt, eben auch in Eclipse schon mal vorbereitet. Ich schiebe das einfach mal kurz hier hinein, dass man das sehen kann. Und Sie sehen hier unten auch in meiner Git History die entsprechenden Commits. Ja. Vielleicht muss man das hier nicht ganz so breit halten. Hier können wir das eher so auf diese Größe schieben. Ja, hier links im Package Explorer eben die schon drei oder die drei eben angesprochenen Klassen. Der Student hier mit den entsprechenden Inhalten, die Studienverwaltung, ne, die wir eben auch schon gesehen hatten, und jetzt hier der Testfall. Und wenn ich diesen Testfall jetzt mal ausführen lasse, dann sehen wir, dass der hoffentlich problemlos funktioniert. Ja, also die eine Testmethode hier wird eben erfolgreich abgearbeitet. So, Fragen, ja, die können wir jetzt natürlich bei so einer Videoaufzeichnung nicht so besonders gut stellen, beziehungsweise gar nicht stellen, aber die können Sie natürlich gerne im Nachgang dann, wenn das Video bei YouTube verfügbar ist, unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht ja, ergibt sich ja die ein oder andere spannende Diskussion daraus oder vielleicht ergibt sich auch der Ansatzpunkt für das ein oder andere weitere Video. So, schauen wir mal weiter, was ich an Folien hier vorbereitet habe. Ich habe jetzt versucht, das Ganze nochmal grafisch zu veranschaulichen, indem ich ja den Java Heap, ne, diesen Speicherhaufen, so bildlich gesprochen, hier nochmal dargestellt habe, zusammen mit dem jeweiligen Code, wie er eben ausgeführt wird. Ja, und wenn wir mit dem Testfall hier beginnen und da dann reinschauen, wird also zunächst mal auf dem Heap natürlich eine Instanz, also diese hier, eine Instanz für diesen Testfall angelegt. Diese Instanz für den Testfall verweist dann eben auf die Instanz meines Backends, auf die Studienverwaltung. Die liegt dann natürlich auch auf dem Heap im Speicher. Und wenn dann dieser neue Student hier angelegt wird, also wenn dieser Aufruf hier ausgeführt wird, dann wird natürlich auch jetzt hier der Student im Speicher auf dem Heap angelegt. Und wir finden also letztendlich diese
in Anführungszeichen Verlinkung oder diese Referenz, die in dem Klassendiagramm schon gezeigt ist, die finden wir dann also auch, ja, natürlich nicht so schön grafisch anschaulich, aber eben im Java-Code dann doch nachvollziehbar, eben auch auf dem Heap. Und ja, ich hoffe, dass das Ganze noch mal ein bisschen klarer macht, ne? Also das Wichtige ist tatsächlich hier diese Pfeile, diese Verlinkungen, diese Objektreferenzen. Also wenn Sie irgendwo ein Objekt anlegen, ja, und das dann eben entsprechend speichern. Also hier wird ja dieses Studentenobjekt dann angelegt an der Stelle und wird eben in diese Liste hier hineingespeichert. Diese Liste würde natürlich auch wieder auf dem Heap als eigenes Objekt, als eigene Instanz angelegt. Ich habe mir das jetzt mal gespart, das aus der Studienverwaltung nochmal rauszuziehen, sondern das als Teil da drin gelassen. Aber ich hoffe, dass das von der Idee her so nachvollziehbar ist. Also eigentlich, wie gesagt, hätte diese Liste Studierende hier, diese ArrayList hätte natürlich ein eigenes Objekt auf dem Heap nochmal und hätte dann von der Studienverwaltung ausgehend auch wieder einen Link, einen Pfeil dann dorthin. So, jetzt können wir natürlich also von dem oder mit diesem Testfall, ne, wenn wir dann diese Studiendaten abfragen, dann geht im Prinzip die Reise hier einmal diese Pfeile entlang. Wir gehen dann von dem Test zur Studienverwaltung. Ne, das ist dann also an der Stelle, wenn wir die Abfrage machen, das ist also an der Stelle hier das Ganze. Das heißt, wir laufen also hier rüber und dann fragen wir eben den Studenten noch ab. Das heißt, wir verfolgen, wenn wir den richtigen gefunden haben in unserer Liste natürlich, ne, das war diese Methode hier oben mit der Vorschleife drin, dann kriegen wir diesen Studenten zurück, rufen von dem die ToString-Methode auf und geben dann diese Daten hier an den Testfall zurück, der dann eben entsprechend überprüfen kann, ob dieser Student dann korrekt gespeichert bzw. korrekt wiedergefunden worden ist. So, das also mal ganz, ganz primitiv das Ganze, ne, die Ausgangssituation quasi von diesem System, mit dem wir jetzt arbeiten möchten. Und ja, schauen wir dann entsprechend einmal weiter und gucken, was dann der nächste Schritt ist. Na, der nächste Schritt, um das Ganze dann so ein bisschen spannender und natürlich hoffentlich auch nützlicher zu machen, ist dann die Idee, dass wir, ist gerade mal, glaube ich, hier mein Kamerabild so ein kleines bisschen hochschieben, dass man die Foliennummer sehen kann, genau. So, also die Idee ist dann, um das Ganze noch etwas aufzubohren, das Ganze etwas nützlicher zu machen, dass wir hergehen und speichern jetzt zu den Studierenden eben auch noch Prüfungen ab, ja, auch analog zu dem Studenten, wie wir es eben gesehen haben, eine Prüfung, also ganz, ganz einfach letzten Endes aufgebaut. Da wird nämlich der Name der Prüfung gespeichert. Das wird das Semester, also die Semesterzahl, im wievielten Semester diese Prüfung angeboten wird gespeichert und die Anzahl der ECTS-Punkte, also der Kreditpunkte, die es für eine solche Prüfung gibt, also quasi, ja, wie wichtig ist diese Prüfung. Ja, das Ganze kann ich dann auch wieder über einen Konstruktor ganz normal erzeugen und ich habe auch hier eine kleine Tabelle mit Beispielen mitgebracht, wo man jetzt sehen kann, und das ist jetzt auf das von der Hochschule Mannheim so gemünzt, was es bei uns so gibt. Wir haben eine Vorlesung Programmierung 1 hier, die findet üblicherweise im ersten Semester statt, bringt dann 10 Kreditpunkte ein, genauso Programmierung 2 im zweiten Semester, die 10 Kreditpunkte einbringt, und dass wir mal eine Vorlesung haben, die auch was anderes hat als 10, habe ich dann hier noch Datenmanagement aus dem dritten Semester mit aufgeführt. Und auch diese Prüfungen können wir natürlich, ne, mit Prüfung P ist gleich New Prüfung und dann Name, Semester, ECTS eben im Konstruktoraufruf können wir die entsprechend anlegen. Entsprechend muss natürlich auch die Fassade, also unsere API-Klasse, ne, von dieser Studienverwaltung, die muss natürlich auch um eine entsprechende Prüfung für das Anlegen von Prüfungen erweitert werden, ebenso um eine Methode für das Abfragen von Prüfungen. Und auch das habe ich mal vorbereitet hier im Eclipse, schiebe das Ganze mal hoch und da müssen wir jetzt in der History einfach den nächsten Schritt uns angucken. Das ist dann dieser Commit hier. So, dann müssen wir einmal auf Checkout hier gehen und dann sehen wir, dass jetzt hoffentlich diese Prüfungen auch mit da drin sind. Genau, das ist also jetzt unsere Prüfungsklasse. Nur im Prinzip analog wirklich das übersetzt, was wir tatsächlich in der Studi-Klasse drin hatten, ist jetzt also auch keine Rocket Science hier, nicht wirklich was Tolles, was Schlimmes passiert. Dann haben wir in der Studienverwaltung
Das war die eine Methode für den Student, das war die zweite Methode für Studenten und das hier ist jetzt Prüfung anlegen. Das ist Prüfungsdaten abfragen, also genau nach dem gleichen Schema wird wieder in den String umgewandelt und eben entsprechend zurückgegeben. Und so wie wir die Studierenden hier in einer Liste speichern, speichern wir auch entsprechend die Prüfungen in einer Liste. Für die, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, ne, sei an der Stelle erwähnt, klar, man könnte hier auch eine Hashmap nehmen. Hashmap wäre wahrscheinlich sogar besser oder einfacher, weil wir ja immer nur nach der Matrikelnummer bzw. nach dem Prüfungsnamen, den wir jetzt hier einfach mal als eindeutig annehmen, ja, weil wir nach denen ja die Instanzen suchen. Insofern wäre eine Key-basierte Suche, wie das eine Hashmap anbietet, natürlich einfacher. Aber ich wollte jetzt nicht zu viel Datenstrukturen hier voraussetzen und bin deswegen jetzt einfach mal bei der Liste geblieben. Ne, da sieht man auch noch mal ein bisschen, was man dann tun muss und wie man damit arbeiten kann. Ja, haben wir noch was? Ja, genau, den Testfall habe ich natürlich auch erweitert. Ne, das war unser Studietest hier, den können wir auch mal zuklicken. Und neu dazugekommen ist jetzt einfach dieser Test eben für die Vorlesungen entsprechend, beziehungsweise für die Prüfungen. Ne. Ich habe also hier einmal Programmierung 2 angelegt, habe geguckt, dass diese Daten eben entsprechend richtig zurückkommen und habe dann eine fiktive, nicht existierende Prüfung abgefragt, wo dann eben entsprechend ein Null zurückkommen soll. Wenn ich das jetzt ausführe, läuft hoffentlich auch alles mit einem grünen Test dann durch. Genau, also der Systemtest funktioniert auch entsprechend. So, schauen wir weiter, was der nächste Schritt ist, den ich hier vorbereitet habe. Sie merken, ich gehe hier relativ zügig drüber, an der Stelle, wo es aus meiner Sicht hoffentlich klar sein sollte. Und ja, der nächste Schritt, den ich gemacht habe, so ein kleiner Vorgriff, weil wir jetzt gleich natürlich, ich habe es eben gesagt, wir wollen Objekte bzw. Instanzen über die Matrikelnummer bzw. über den Vorlesungsnamen finden können. Und dazu bietet es sich an, so ein kleines Refactoring zu machen, dass wir eine interne, also sprich eine private Methode haben, die uns tatsächlich Studenten Instanzen zurückliefert in Abhängigkeit von der Matrikelnummer. Ja, und Sie sehen hier also eine Instanz. Deswegen, um das Geheimnisprinzip nicht zu verletzen, soll die Methode privat sein und soll eben dieses Studentenobjekt nicht direkt nach außen geben. Und dann ändern wir eben diese Studentendatenabfragenmethode entsprechend so, dass sie halt diese FindeStudent, diese interne Methode verwendet. Wir sind ja hier mit beiden Methoden in der Fassade, mit beiden Methoden in dieser API-Klasse drin. Und dass sie die eben verwendet und aufruft und dann entsprechend diese Studiedaten in einen String umwandelt, wenn denn der Studi entsprechend gefunden wurde. Und wenn nicht, wird halt auch hier einfach null zurückgegeben. So, und auch für dieses Refactoring, ich schiebe es dann gerade mal kurz nach oben, auch für dieses Refactoring sollte es einen entsprechenden Commit hier geben. Oder habe ich das hier vorhin irgendwie übersprungen und verbummelt? Genau, wir haben jetzt da die einfache Prüfungsanmeldung. Da bin ich irgendwie schon einen Schritt dann zu weit oder habe dann, ich weiß gar nicht, wo ich das dann committed habe. Wahrscheinlich habe ich es da mit dem anderen mit committed. Müssen wir dann gleich mal reinschauen. Beziehungsweise wir checken mal den hier aus. So, und dann können wir mal in der Studienverwaltung gucken. Da müsste, genau, da gibt es jetzt schon diese Finde. Student bzw. Finde-Prüfungsmethode, ne? Und entsprechend habe ich oben die Studentendatenabfragen-Methode hier geändert und habe auch entsprechend die Prüfungsdatenabfragen-Methode hier refactored, dass wir eben ja nicht mehrfach jetzt diesen Code zum Finden von Studierenden programmieren müssen. Gut, dann bevor wir auf die weiteren Details dieses nächsten Commits hier eingehen, schauen wir mal, was ich auf der Folie noch dazu vorbereitet habe. So, also zweite Erweiterung soll jetzt sein, dass wir Studierende zu Prüfungen anmelden können. Das ist also das übliche Spiel, was man da typischerweise hat an einer Hochschule, an einer Universität, dass eben Studierende am Ende des Semesters normalerweise Prüfungen schreiben. Natürlich hätten wir da noch viel, viel mehr. Wir müssten wahrscheinlich auch Vorlesungen noch verwalten, wir müssten noch Studiengänge verwalten, wir müssten noch Dozenten verwalten, was auch immer. Spare ich mir jetzt alles an der Stelle, ne? Die Idee ist, es möglichst einfach zu halten. Sie sehen, das UML-Diagramm sieht schon relativ komplex aus auf den ersten Blick, aber ich werde versuchen, das gleich zu erklären. Und deswegen
Der Blick soll auf das Wesentliche gehen und das Wesentliche hier ist tatsächlich diese, ja, wie schon eben in Anführungszeichen gesagt, diese Verlinkung, diese Referenzierung von verschiedenen Objekten untereinander. So, was bedeutet, dass ein Student zu einer Prüfung angemeldet wird, beziehungsweise eine Prüfung Studierende hat, die diese Prüfung schreiben oder die an dieser Prüfung teilnehmen? Na, wir müssen irgendwie diese Objekte, diese Instanzen von den Objekten miteinander in Beziehung setzen. Wir müssen die miteinander verknüpfen. Wir müssen die verlinken. Ja, und das ist das, was ich jetzt hier auf dieser Folie versucht habe darzustellen in diesem UML-Diagramm. Wir sehen jetzt also hier oben die Studentenklasse, wir sehen hier die Prüfungsklasse und wir sehen jetzt dazwischen hier verschiedene Pfeile. Aber schauen wir erstmal, was wir hier haben. Ich habe es auch noch ein bisschen animiert, dass das hoffentlich besser nachvollziehbar wird. Also was brauchen wir, um Studenten zu einer Prüfung anzumelden? Naja, als erstes mal eine Methode, die unser Backend nach außen gibt, ne? Also eine API-Methode wiederum. Das ist jetzt, ich mache mal hier einen roten Punkt dran, weil sie gleich nochmal orange hier umringelt wird, ne? Das ist jetzt also diese Methode hier, die uns jetzt die Möglichkeit gibt, von einer UI bzw. auch von einem Testfall ausgehend Studierende zu einer Prüfung anzumelden, also eine Studenteninstanz mit einer Prüfungsinstanz miteinander zu verknüpfen, wie wir gleich sehen werden. Und naja, wie finde ich eine Studierendeninstanz und wie finde ich eine Prüfungsinstanz? Die UI kennt diese Instanzen ja nicht, ja, sondern ich muss natürlich und ich kann ja auch als Nutzer einer UI kann ich ja keine Instanzen eingeben, sondern die UI muss dann eben natürlich eine Matrikelnummer oder einen wie auch immer gearteten Key abfragen. Ja, das ist jetzt also für die Studierenden bei uns die Matrikelnummer auf der einen Seite und auf der anderen Seite für die Prüfungen eben der Prüfungsname. Ne? Also hätten wir hier die Matrikelnummer, hier den Prüfungsnamen und das ist eben das, was wir in der UI eingeben müssten, beziehungsweise was wir gleich auch im Testfall dann sehen werden. Und auf der Basis kann ich jetzt eben diese beiden Instanzen heraussuchen und kann die miteinander verlinken. So, und das Ganze machen wir dann hier an dieser Stelle. Wir brauchen also sowohl beim Studenten als auch bei der Prüfung eine Methode, um eben diese Prüfungsanmeldung durchzuführen, weil jetzt diese jeweiligen Instanzen natürlich erfahren müssen, mit welcher Instanz von der anderen Klasse sie dann entsprechend verlinkt werden sollen. Ne? Das heißt also, ich habe hier eine Methode beim Studenten zum Prüfungen anmelden und eine Methode hier unten bei der Prüfung. Und dann zwischendrin muss ich die beiden eben miteinander irgendwie in Beziehung setzen können. So, wie mache ich das Ganze? Naja, ich könnte jetzt einfach bei einem Studenten eine Referenz auf eine Prüfung setzen. Ne? Also Prüfung P ist gleich, ja, diese Prüfung, die ich dann eben von außen entsprechend setze und bei der Prüfung umgekehrt, ich könnte einen Link zu einem Studenten dann entsprechend setzen. Das ist vom ersten Gedanken her gar nicht mal so schlecht, ja, ist noch nicht ganz ausreichend, weil wir haben jetzt nämlich die Herausforderung noch dafür zu sorgen, dass ein Student an vielen Prüfungen teilnehmen kann und dass natürlich eine Prüfung viele Studierende hat, die diese Prüfung schreiben. Ja, und das wiederum heißt, dass wir eben keine 1:1-Verlinkung, also mit einzelnen Instanzen machen können, sondern dass wir sowohl beim Studenten für seine Prüfungen eben wiederum eine Liste anlegen müssen. Ne? Also ein Student, das sehen wir hier in dem UML-Diagramm auch angedeutet, kann viele Prüfungen ja, abschließen oder an vielen Prüfungen teilnehmen und umgekehrt kann eben eine Prüfung auch wieder viele Studierende haben, die daran teilnehmen. Entsprechend müssen wir das eben auch hier in einer Liste ablegen. Ja, und das, was jetzt hier dargestellt ist, das nennt man so in der Datenbankwelt typischerweise eine M-zu-N-Beziehung, ne? Also viele zu viele. Wir wollen, viele Studierende können viele Prüfungen hören und das müssen wir eben entsprechend irgendwie darstellen. Und das möchte ich dann jetzt auch gleich mal zeigen, wie ich das dann dargestellt habe zunächst mal. Schauen wir uns erstmal an, wie das in dem Testfall aussehen wird. Ne, auch wieder hier unsere Studie oder Studienverwaltung angelegt. Dann habe ich hier zwei Studierende angelegt, habe hier zwei Prüfungen angelegt und habe jeweils zu dieser Programmieren 1 Prüfung eben beide Studierenden angemeldet, die wir hier drin sind oder hier drin haben. Und dann habe ich in meinem Backend hier noch eine kleine Methode eingebaut, um eben abfragen zu können für eine Prüfung, wie viele Studierenden sind da angemeldet, dass ich da sinnvoll irgendwie was
testen kann. Ja, und dann sollte natürlich für Programmierung 1 sollte hier eine 2 rauskommen. Für Programmierung 2, wo noch niemand angemeldet worden ist, sollte dann eben entsprechend eine 0 rauskommen. So, und wir haben den Checkout für diesen Commit schon gemacht. Also insofern kann ich das Ganze auch dann sehr schnell und sehr einfach zeigen. Also das hier ist dann diese Hilfsmethode, ne, diese Get-Anzahl-Anmeldungen, mit der ich dann abfragen kann, eben auf einer Prüfung, die ich nach dem Prüfungsnamen natürlich wieder suchen muss, ja, wie viele Leute sind dort angemeldet. Wenn diese Prüfung eben nicht gefunden wird, wird einfach 0 zurückgegeben. Hier könnte man auch wieder überlegen, ob vielleicht eine Exception oder was Ähnliches schlauer wäre, aber das sparen wir uns jetzt an der Stelle. So, und dann hier wird einfach ermittelt auf dieser Prüfung, ne, auf diesem Prüfungsobjekt, ja, wird letzten Endes abgefragt, das sehen wir dann hier drüben. In der Prüfungsklasse ist natürlich diese Methode dann, oder muss es ein Pendant zu dieser Methode geben, das ist diese hier, mit der ich dann einfach die Größe der Liste, also wie viele Studierenden sind in dieser Prüfung angemeldet, mit der ich einfach die Größe dieser Liste zurückgebe. So, was haben wir noch neu in der Studienverwaltung? Ich glaube, das ist es eigentlich, was sich hier getan hat. Ne? Und ja, doch, nee, eine Methode haben wir natürlich noch, diese Prüfungsanmelden-Methode. Ja, also wieder auf Basis der Matrikelnummer und auf Basis des Prüfungsnamens, das sollen hier unsere beiden eindeutigen Keys sein, muss ich jeweils diese Instanzen natürlich aus der zugehörigen Liste, also hier oben dann herausfischen. Habe dann einen Studenten S und eine Prüfung P. Na, wenn die beiden oder wenn eine davon null ist, gebe ich eben entsprechend auch wieder null zurück oder springe direkt raus. Die Methode ist void, also muss ich gar nichts zurückgeben. Ne? In der Praxis würde man wahrscheinlich dann sinnvollerweise hier eine Exception werfen. So, und jetzt habe ich eben für den Studenten nochmal eine Methode, diese Prüfung anzumelden, wo ich dann eben dem Studentenobjekt, der Studenteninstanz, diese Prüfung übergebe und analog dazu bei der Prüfung oder der Prüfungsinstanz, die bekommt dann das Studentenobjekt oder die Studentenreferenz übergeben. Und dann schauen wir uns das mal beispielhaft beim Studenten an, was da passiert. Prüfung anmelden, Sie sehen es, der Student hat jetzt also eine ArrayList, ja, wo er seine vielen Prüfungsanmeldungen, also wir werden ja typischerweise mehr als eine haben, wo er seine vielen Prüfungsanmeldungen dann speichern kann. Und das passiert eben einfach, indem diese Prüfungsinstanz, die uns da übergeben wird, indem die in diese Liste hier eingefügt wird. Ganz analog, ne, oder genau umgekehrt passiert das Ganze dann bei den Prüfungen. Auch hier haben wir wieder eine Liste. Und diese Liste speichert eben die Studierenden. Das ist da oben ein bisschen unnötig, aber egal. Das könnten wir auch weglassen in den neueren Java-Versionen. Und wenn jetzt ein Student zu einer Prüfung angemeldet werden soll, speichert eben diese Methode dann die übergebene Studenteninstanz in diese Liste hier oben rein, sodass dann eben die Prüfung auch all ihre Teilnehmer kennt. So, warum müssen wir das jetzt so ne, kreisförmig quasi, beziehungsweise wir haben so diese zirkuläre Beziehung, was man ja eigentlich gerne in der Programmierung vermeidet, dass man diese zirkulären Abhängigkeiten zwischen Klassen beziehungsweise Instanzen hat. Naja, es ist einfach eine Frage der Pragmatik. Ne? Wenn ich jetzt für einen Studierenden alle seine Prüfungen finden möchte, dann ist es natürlich praktisch, wenn diese Studierendeninstanz alle Prüfungen verlinkt hat. Ne? Also die eine Instanz hat wieder alle Prüfungen verlinkt. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt eine Teilnehmerliste für eine Prüfung erstellen möchte, dann will ich nicht über alle Studierenden drüber laufen und will gucken, nimmt dieser Studierende an dieser Prüfung jetzt gerade teil, sondern ich möchte eben eine Prüfungsinstanz haben und möchte von dort eben auch wieder über Verlinkungen über diese Liste entsprechend nachvollziehen können, wer eben an der Prüfung teilnimmt, dass ich eine Teilnehmerliste für eine Prüfung mit möglichst wenig Aufwand erstellen kann. Das ist also so ein bisschen der Hintergrund, warum wir das tun, wie wir es tun. Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt mal versucht, das Ganze auch wieder grafisch aufzubereiten oder darzustellen. Ja, auch hier gilt wieder diese eben schon genannte Anmerkung, dass diese Listen, also diese und diese hier zum Beispiel, die hier enthalten sind, dass die eigentlich auch wieder eigenständige Objekte auf dem Heap sein müssten, die dann auch nochmal eben von der Studienverwaltung aus verlinkt sind. Aber wie gesagt, um das einigermaßen überschaubar und anschaulich zu halten, habe ich mir das
oder habe ich uns das erspart? So, also schauen wir oben in den Testfall rein, den wir dazu jetzt haben. Wir legen also wieder eine Instanz der Studienverwaltung an. Das ist dann diese hier. Wir legen zwei Studierende an. Genau, das ist dann der nächste Schritt. Ausgehend von dieser Studienverwaltungsinstanz wird der erste Student, der Klaus Meier, angelegt und dann die Studentin Katja Fischer als nächstes angelegt. Und diese werden eben jeweils hier bei der Studienverwaltung in dieser Studierendenliste abgespeichert. So, der nächste Schritt, das wäre dann dieser hier. Es werden zwei Prüfungen, Programmierung 1 und 2, angelegt. Auch da kriegen wir wieder die entsprechenden Objekte in unserem Speicherhaufen, in unserem Heap angelegt. Einmal Programmierung 1, einmal Programmierung 2. Die werden bei der Studienverwaltung jetzt in dieser Liste Prüfungen gespeichert. Schauen Sie gerne nochmal in den Code nach, wo die dann da drin liegen und eben entsprechend von dort aus verlinkt oder sind von dort aus entsprechend aufzufinden. So, und der nächste Schritt ist jetzt hier diese Prüfungsanmeldung. Ja, jetzt müssen wir also dieses Kreuz und Quer quasi hier einfügen, dass ich eben von dem Studenten zur Prüfung finden kann und von der Prüfung zum Studenten finden kann. Ja, das heißt also, im ersten Schritt würden wir jetzt den Herrn Meier zur Programmierung 1 anmelden. Das heißt, wir brauchen also eine Verbindung von hier irgendwo darüber und von da drüben wieder zurück. Ja, also Student kriegt jetzt hier, ja, hat seine Liste, seine interne, seine eigene Liste, kennt die Prüfungen, für die er angemeldet ist. Und das heißt, wir müssen also hier rüberlaufen können oder können von dort aus hier rüberlaufen. Und umgekehrt muss die PA1-Prüfung natürlich wissen, welche Teilnehmer und Teilnehmerinnen sie hat. Das ist also jetzt dieser blaue Pfeil, der von deren Studierendenliste aus der Prüfung ausgehend hier zurück zu dem Studenten führt. Ja, und genau das Gleiche jetzt eben für die Frau Fischer, die wir hier haben. Und die Programmierung 1-Vorlesung kommen jetzt also noch mehr Pfeile hier rein. Also von der Frau Fischer hier zur Prüfung Programmierung 1 und von der Prüfung zurück zur Frau Fischer. So, und das waren jetzt diese beiden Pfeile. Und jetzt können wir natürlich mal versuchen, hier im Prinzip unsere Fassade, unsere Studienverwaltung zu spielen und mal zu gucken, ob wir diese zwei hier in irgendeiner Form nachvollziehen könnten. Ja, also wir haben bei der Studienverwaltung, wir wollen jetzt die Anzahl der Prüfungsanmeldungen für PA1, also Programmierung 1, nachvollziehen. Das heißt, wir würden jetzt hier in den Prüfungen erstmal rausfischen mit dieser Methode Finde Prüfung. Ja, würden wir rausfischen, was ist Programmierung 1, würden dann also diese Referenz hier erhalten und könnten dann hier oben hinlaufen und haben jetzt hier diese Studierendenliste in dieser Prüfung drin und von der aus, Sie sehen es, gehen jetzt zwei Pfeile raus zu Studierenden, nämlich einmal hier zum Herrn Meier und einmal hier zur Frau Fischer, sodass wir jetzt also unsere zwei, die wir hier gefunden haben, zurückgeben können und dass dann entsprechend hier oben der Testfall, na, ich kriege jetzt den Pfeil hier mit dem Touchpad nicht so richtig gerade hin, wie ich es gerne hätte, aber das wäre dann auf jeden Fall diese Abfrage, ne? Und wenn wir dann unten hier noch zur Programmierung 2 rüberlaufen, dann sehen wir, da sind gar keine Pfeile an dieser Liste hier im Moment dran. Das heißt, diese Liste ist leer und das heißt, da würden wir dann eben entsprechend die hier erwartete 0 zurückkriegen. So, genau, das ist also dieses, ne, wie gesagt, die grafische Darstellung. Nochmal hier auf dieser Folie. Ne, hier auf dieser Folie ist jetzt schon die Frage im Prinzip aufgeworfen, wie wir jetzt weitergehen. Also ich habe aber nochmal jetzt diese beiden Listen hier rausgegriffen. Ne? Einmal in der Klasse Prüfung die Liste für die Studierenden und einmal in der Klasse Student die Liste eben für die entsprechend angemeldeten Prüfungen. Und ja, Frage ist jetzt, wenn wir auch noch Noten speichern möchten und für Studierende ihren jeweils aktuellen Notenschnitt, ne, für so einen Notenauszug, den man sich erstellen lassen kann als Studierender. Wie können wir da jetzt weiter vorgehen? Wir haben jetzt diese beiden Listen, aber wir können an diesen Listen selber jetzt keine Noten abspeichern. Und wenn wir jetzt hier bei der Prüfung, ne, sagen wir mal, wir wären jetzt also hier bei dieser PA1-Prüfung, also Programmierung 1, ich versuche mal hier so die Abkürzung einigermaßen sauber hinzuschreiben, beziehungsweise wir sind jetzt hier unten bei dem Studenten, wo wir jetzt den Klaus Meier hieß der, glaube ich, ne? Also wo wir K.M. hätten. So, und wir könnten jetzt natürlich auf die Idee kommen, naja, wir speichern jetzt oder legen hier noch ein Attribut für die Note an. Aber der Klaus Meier hat ja
anhand dieser Liste leicht nachvollziehbar. Er hat ja viele verschiedene Prüfungen. Ja, und da reicht uns ja eine Note nicht. Und umgekehrt genauso. Oben bei der PA1, da nehmen ja viele verschiedene Studierende teil. Da reicht uns auch eine Note nicht, sondern wir brauchen ja irgendwie eine Möglichkeit, viele Noten abzuspeichern. Jetzt wäre so die naheliegende Idee, naja, wir gehen halt einfach her und speichern auch noch die Noten in einer eigenen Array-List da oben ab. Ja, und gut ist. Und da ja, ginge prinzipiell natürlich. Hätte jetzt nur das Problem, dass wir eben zwei Array-Listen dann parallel synchronisiert halten müssen und gucken müssen, dass da nichts schief geht und nichts passiert. Ja. Auch das wäre theoretisch machbar, aber es ist, glaube ich, ich hoffe, Sie stimmen mir dazu, nicht so richtig die feine Art, um das Ganze so ja, zu programmieren. Insbesondere, wenn wir vielleicht mal noch ein bisschen weiter so über den hier über den Monitorrand hinausdenken. Ja, also wenn wir dann vielleicht noch den Prüfungsversuch abspeichern wollen würden, müssten wir eine dritte Liste da anlegen und dann die natürlich in beiden Klassen, also in der Prüfung und im Studenten, synchronisiert halten und das würde dann irgendwie doch total unübersichtlich. Ne? Ist also, glaube ich, hoffentlich nachvollziehbar, intuitiv auch verständlich, dass das irgendwie nicht so richtig schön ist. Und jetzt hat hier irgendwie mein PowerPoint. Was ist das jetzt? Einen wie auch immer gearteten Bug. So, da haben wir die Bilder wieder richtig. Ne? Also es gibt keine Möglichkeit jetzt hier drin sauber irgendwie die Note zu speichern, außer jetzt mehrere Listen dann jeweils anzulegen. Aber das ist irgendwie nicht so richtig schön. Und das ist jetzt genau eben die zentrale Herausforderung, was man bei diesen M-zu-N-Beziehungen, also viele Studierende, die viele Prüfungen schreiben können, ja, das ist die zentrale Herausforderung bei diesen M-zu-N-Beziehungen, um eben dort jetzt nochmal Daten dran zu speichern. Brauche ich in der Datenbankwelt eine extra Tabelle, ja, um das vernünftig hinzukriegen, beziehungsweise ich brauche eben hier in der objektorientierten Welt, in der Programmierwelt eine extra Klasse, um das vernünftig hinzukriegen. Und diese Klasse, die soll ja letzten Endes dann eine Prüfungsanmeldung oder ein Prüfungsteilnahme, ein Prüfungsergebnis, wie auch immer wir das Ganze jetzt bezeichnen möchten, darstellen. Und an diese Prüfungsanmeldung, wo dann also jede Anmeldung eines Studierenden für eine Prüfung eine eigene Instanz erzeugt, ja, an die können wir dann eben entsprechend die jeweils enthaltene Note oder erhaltene Note dranhängen, sobald eben der Studierende auch diese Note bekommen hat. So, also als Beispiel, ne, stellen wir uns vor, Klaus Meyer erhält eben eine 2,0 in Programmierung 1 und Katja Fischer erhält eine 1,7, dann wären das zwei Instanzen von dieser Klasse Prüfungsanmeldung, in der eben entsprechend die Note hinterlegt werden könnte. Und damit wir von dieser Prüfungsanmeldung sowohl zu dem Studierenden hinfinden können, als auch hinfinden können zu der entsprechenden Prüfung, die dort geprüft worden ist, muss das eben auch nochmal abgespeichert werden, sodass dann diese Prüfungsanmeldung hier der Auszug des Klassendiagramms oder das dazu passende Klassendiagramm, dass die dann so aussieht. Ne? Wir speichern eben hier die Note intern ab und wir haben eben entsprechend Getter und Setter für diese Note und wir haben die Möglichkeit beim Anlegen dieser Prüfungsanmeldung direkt Student und Prüfung zu verlinken, sodass wir eben von dieser Prüfungsanmeldung zum Student und zur Prüfung finden können, was dann hier über diesen Getter ermöglicht wird. Für die Note haben wir Getter und Setter, ne, wie hier zu sehen. Und wer sich jetzt wundert, warum die Note halt hier als Integer abgespeichert ist, naja, wir speichern die mit 100 multipliziert ab. Zumindest ist es so an diesem Prüfungsverwaltungssystem, was bei uns in der Hochschule tatsächlich genutzt wird. Ja, da wird die Note also mit 100 multipliziert, damit wir einfach ganzzahlig arbeiten können. Sprich, als Beispiel, die oben genannte 2,0 wäre dann eine 200, ne, die oben genannte 1,7 wäre eine 170. So, wenn wir also jetzt diese Klasse hier einbauen, ändert sich unsere Business-Logik, unsere Geschäftsfunktionalität wie folgt. Ne? Wir haben wieder unser Domain-Package, wir haben nach wie vor natürlich unsere Studentenklasse, haben nach wie vor unsere Prüfungsklasse und haben jetzt hier eine Extra-Klasse für diese Prüfungsanmeldung, um eben diese M-zu-N-Beziehung abbilden zu können.
Und ja, wie machen wir das jetzt? Wir haben also bei dem Studenten dann nicht mehr direkt die Prüfung verlinkt, sondern wir verlinken jetzt oder wir haben auch nach wie vor eine Liste, ne? Er kann ja viele Prüfungsanmeldungen haben oder sie kann viele Prüfungsanmeldungen haben. Allerdings ist das jetzt eine Liste eben vom Typ Prüfungsanmeldung. Und umgekehrt genauso bei der Prüfung. Auch hier haben wir jetzt nicht mehr direkt die Studierenden verlinkt, sondern wir haben eben diesen Umweg über diese Prüfungsanmeldung, wie hier zu sehen. Ja? Und ja, das Ganze, ich überlege jetzt gerade, ich zeige vielleicht erstmal, ja, ich zeige am besten erstmal doch den Testfall im Eclipse, wie das Ganze dann aussieht, beziehungsweise hier muss ich erstmal wieder den nächsten Commit dann auschecken. Das ist dann der hier. Und so, jetzt haben wir genau, also hier unten die Prüfungsanmeldung drin. Ja, Sie sehen, das ist jetzt einfach der Java-Code zu dem, was jetzt in diesem bisschen vereinfachten Klassendiagramm so zu sehen war oder zu sehen ist vorher. Na, ich schiebe es nochmal gerade hier kurz nach unten. Also das ist jetzt der Java-Code hierzu. Und wie gesagt, hier drin ist jetzt auch jeweils der Link, die Referenz zu einem Studenten und zu einer Prüfung abgespeichert. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen, ne? Jetzt das Einzige, was oder was wir noch anschauen sollten, ist natürlich, ja, fangen wir vielleicht bei der Fassade wieder an. Das ist genau hier, ne? Prüfung anmelden. Das heißt, wir haben wieder Matrikelnummer, Prüfungsname, eigentlich alles so, wie es eben war. Suchen das Ganze dann, dass wir die entsprechenden Referenzen dann bekommen und erzeugen hier eine neue Prüfungsanmeldung, der wir den Studenten und die Prüfung übergeben. So, und in dieser Prüfungsanmeldung im Konstruktor, da sorgen wir dann dafür, dass das eben entsprechend hier hinterlegt wird in den Attributen, die wir hier haben, ja, und das oder in den, besser gesagt, in den Referenzen, die wir hier haben. Und dann, dass wir jetzt entsprechend auch wieder den Rückruf-Link quasi, ne, die Rückrufmöglichkeit schaffen, dass also der Student tatsächlich diese Prüfungsanmeldung findet. Und das sagen wir dann, indem wir ja die Prüfung-Anmelden-Methode von dem Studenten eben mit this, also mit dem gerade neu erzeugten Prüfungsanmeldungsobjekt versorgen. Und bei der Prüfung machen wir genau das Gleiche. Heißt also, dass wir sowohl bei der Prüfung hier auf Prüfungsanmeldung jetzt umstellen müssen, ne, das hatte ich eben schon gesagt, und dass wir dann auch in dieser Prüfungsanmelden oder Student-Anmelden-Methode, besser gesagt, jetzt hier nicht mehr direkt mit einem Studenten arbeiten, sondern dass wir hier jetzt diese Prüfungsanmeldung haben. So, jetzt ja, ist wahrscheinlich der Punkt erreicht, blub, ne, wo da gleich der mentale Overload droht. Und deswegen habe ich jetzt nochmal versucht, auf der nächsten Folie das Ganze nochmal grafisch darzustellen und zu animieren. Also schematischer Ausgangspunkt wiederum, ne, ich habe mir den Testfall jetzt hier mal gespart, dass es übersichtlicher bleibt. Wir haben also unsere Studienverwaltung. Wir haben die zwei Studenten wieder angelegt, hier den Herrn Meier und hier die Frau Fischer. Und entsprechend haben wir auch schon die eine Programmierung 1 Prüfung angelegt. Und wie jetzt in dem zugehörigen Testfall zu sehen, ja, werden wir jetzt eben die beiden Studierenden zu dieser Prüfung anmelden. Das heißt dann also, als erstes der Herr Meier wird zur Prüfung angemeldet. Wir erzeugen das neue Prüfungsanmeldungsobjekt, was dann hier von dem Studenten ausgehend oder in seiner Anmeldungsliste gespeichert wird und was dann umgekehrt eben diese Referenz hier auf den Studenten hat. Ja, und was natürlich auch diese Referenz zu der Prüfung hat und wo ich dann aus den Prüfungsanmeldungen aus dieser Liste natürlich auch wieder zu dieser Prüfungsanmeldung und dann transitiv quasi zu dem Studenten auch marschieren kann. So, das Ganze machen wir nochmal für die Frau Fischer. Sie sehen es hier, eine Prüfungsanmeldung wird erzeugt. Da komme ich zu der Prüfung. Ich kann also jetzt vom Studenten hierüber über die Prüfungsanmeldung zur Prüfung kommen und ich kann auch umgekehrt über die Prüfung hier entsprechend zurückkommen. So, das jetzt also die schematische Darstellung. Ich zeige das Ganze nochmal, wie es im Testfall im Eclipse aussieht und dann gehen wir das einfach auch nochmal beispielhaft durch, damit das hoffentlich Ihnen als Zuhörer und Zuhörerinnen auch klar wird, was hier passiert. So, der Test wäre jetzt hier. So, Studenten,
Daten testen, das haben wir gemacht, ne? Prüfung anlegen, testen haben wir auch schon gemacht. Und jetzt haben wir hier den angepassten Test für die Prüfungsanmeldung, beziehungsweise in diesem Test passiert eigentlich jetzt nicht wirklich viel Neues, ne? Das ist im Gegenteil, das ist genau der Test, wie er vorher auch war, weil diese Änderungen, die wir jetzt gemacht haben, passieren ja alle hinter der Fassade, die passieren alle im Backend drin, sodass es jetzt hier an dem Testfall eigentlich keine Änderung gibt. Ne? Und das kann ich jetzt auch mal ausführen, in der Hoffnung, dass alles auch richtig funktioniert. Genau, wird wieder grün. Ja, und spielen wir das einfach mal durch. Ich habe jetzt leider hier keinen Code von dem Testfall nochmal angelegt, aber das kann ich ja vielleicht auch noch ganz schnell mal hier rauskopieren. Und den dann einfach noch in das PowerPoint oben reinpasten. So, jetzt nicht zu schnell da nach vorne gehen. So, dann dauert eine Sekunde, bis ich das jetzt hier eingepasst habe. So, dann legen wir das da oben noch in die Ecke und machen hier gerade weiter. So, das ist also unser Code aus dem Testfall. Ich muss meinen Stift wieder aktivieren, dass ich hier malen kann. Ja, also wir legen zunächst die Instanz der Studienverwaltung an, also das hier unten. Ja, wir legen unsere beiden Studenten an, also ihn hier und sie hier. So, als nächster Schritt legen wir die beiden Prüfungen an. Die hier und jetzt muss ich gerade mal gucken. Ach nee, Prüfung anlegen, ja genau, die zweite Prüfung, also die. Das passt hier nicht so ganz 100% zu dem, was ich da jetzt dargestellt habe. Ne? Also diese Prüfung wird gar nicht angelegt, aber wir haben jetzt diese beiden Prüfungsanmeldungen hier zu der Programmierung 1 Prüfung. Streich das hier nochmal ein bisschen schöner durch. Also die haben wir da gar nicht drin in der Darstellung. Und ja, jetzt wird eben der Herr Meier an diese Prüfung Programmierung 1 angemeldet über die entsprechenden Pfeile. Ne? Und im nächsten Schritt wird die Frau Fischer an diese Prüfung Programmierung 1 angemeldet. Und wenn wir jetzt wieder Studienverwaltung spielen, dann müssen wir eben zur Anzahl der Anmeldungen für Programmierung 1, müssen wir jetzt erstmal in unserer Liste hier die entsprechende Programmierung oder die entsprechende Vorlesung finden. Das ist nämlich diese hier. Ja, dann können wir jetzt von der ja, Prüfung, oder wir müssen eigentlich nicht wirklich weit, ne, weil wir gucken jetzt einfach hier nochmal die Anzahl der Anmeldungen nach. Und wenn wir jetzt wissen wollten, welche Studierenden konkret angemeldet sind, beispielsweise um eben eine Teilnehmerliste für diese Prüfung anzufertigen, ja, dann müssen wir jetzt hier von den Anmeldungen von dieser Liste ausgehend einmal hier rüberlaufen und könnten dann von hier weiterlaufen hierhin und würden dann eben die Frau Fischer entsprechend finden, ja, und könnten die dann auf unsere Teilnehmerliste setzen und dann die nächste oder der nächste Teilnehmer an der Prüfung ist dann hier über diesen Link hierhin und von da aus dann dorthin, ja, da würden wir dann eben entsprechend den Herrn Meier finden und könnten uns entsprechend die Teilnehmerliste mit diesen beiden Studierenden zusammenbauen. Gut, das war jetzt nicht das Beispiel, was ich mir im Vorfeld überlegt hatte, sondern das habe ich jetzt einfach nochmal spontan hier erzählt. Ne? Das Beispiel, was ich mir im Vorfeld überlegt hatte und wo wir dann auch gleich gemeinsam nochmal so ein Stück was coden wollen, ist jetzt dieses Beispiel. Wir wollen jetzt den Notenschnitt eines Studierenden berechnen können. Ne? Das ist also eine Funktionalität, die jetzt bei dieser Klasse Student, also hier oben, irgendwie hinzugefügt werden müsste oder hinzugefügt werden soll als Methode, ne, weil der Student kennt die Ergebnisse seiner Prüfungen, seine Prüfungsergebnisse und berechnet darüber dann eben den Notenschnitt. Und das heißt, wir müssen von der Idee her in der Studienverwaltung, wenn wir jetzt den Notenschnitt für einen Studenten berechnen wollen, wir müssen den entsprechenden Studenten finden, beziehungsweise hier in dem Beispiel habe ich jetzt grafisch dargestellt eine Studentin. Das ist jetzt für die Frau Fischer hier entsprechend. Für die soll jetzt, also für diese Matrikelnummer, die wir dann aus dieser Liste hier rausfischen würden, für diese Matrikelnummer soll jetzt der Notendurchschnitt berechnet werden, um eben ja, für so eine Notenbescheinigung, die man sich vor Abschluss des Studiums ausstellen oder ausdrucken lassen kann, na, dass für die eben jetzt dieser aktuelle Notenschnitt ausgerechnet ist. So, das heißt, wir finden also von hier unten entsprechend die Frau Fischer, ja, gehen dann von der Anmeldungsliste hier über alle Prüfungen
drüber, beziehungsweise über alle Prüfungsanmeldungen drüber. Und wir müssen eigentlich dann auch nur bis hierhin jeweils laufen und müssen uns jetzt eben dieses Prüfungsergebnis und dieses Prüfungsergebnis hier entsprechend holen und können das dann gemäß der ECTS-Punkte, ne, da müssen wir jetzt nämlich dann tatsächlich noch weiter zu der jeweiligen Prüfung, weil wir das ja nach ECTS-Punkten gewichtet haben wollen, müssen wir also von der Prüfung uns jetzt jeweils noch die ECTS-Punkte hier holen. Das sind einmal diese 10 bei der Programmierung 1 und dann habe ich hier das Datenmanagement nochmal reingebracht mit 5 ECTS-Punkten. Ne, das heißt also, wir laufen jetzt dann von hier oben über diese Prüfungsanmeldung hier runter, wo wir uns dann diese 200 oder diese 2,0 abholen können und laufen dann nochmal hier runter, damit wir hier an diese 5, obla, der Strich war jetzt ein bisschen lang, also ich meine hier diese ECTS-Punkte, damit wir die abgreifen können. Ja, und das ist jetzt so die Herausforderung, das zu coden. Also wenn Sie das selber gerne mal ausprobieren möchten, ob Sie es verstanden haben, dann stoppen Sie hier an der Stelle am besten das Video, ziehen sich diesen entsprechenden Stand oder diesen entsprechenden Commit raus, den ich jetzt auch gleich nochmal zeigen werde, beziehungsweise da sollte jetzt tatsächlich eine Erweiterung, ich hoffe, ich habe das jetzt da richtig vorbereitet, ah genau, Coding Challenge zum Abschluss, das ist dann hier dieser Commit, Checkout, so, jetzt hoffe ich, dass ich da nicht irgendwie durcheinander geraten bin mit meinen Local und Remote Branches, aber worauf will ich jetzt hinaus, also ich habe jetzt für diese kleine Coding Challenge, um für diese Implementierung ein bisschen was vorbereitet, nämlich nochmal eine Methode zum Testen des Notenschnitts. Und ich sehe gerade, da habe ich jetzt zwei andere Noten eingegeben als das, was ich tatsächlich auf dem PowerPoint hatte. Ne? Da war es eine 1,7 und eine 2,0. Hier habe ich jetzt eine 1,3, damit man es im Kopf gut rechnen kann. Zwischen einer 1,3 und einer 1,7, der Durchschnitt ist dann, ah nee, aber das kann man ohnehin nicht gut rechnen, fällt mir jetzt gerade auf. Ne? Das ist also alles ein bisschen blöd, weil ja diese Datenmanagement-Vorlesung, die wird ja gewichtet mit 5 ECTS und die andere wird mit 10 ECTS gewichtet. So, dann muss ich mal schnell hier meinen Taschenrechner, ich habe tatsächlich noch so ein altmodisches Gerät hier, mal schnell meinen Taschenrechner schnappen, ne, und dann rechnen wir das mal gemeinsam aus. Also wir haben 1,7, ne, mal 10 ECTS ist gleich 1700. Dann, das hätten wir auch noch im Kopf hingekriegt, ne, dann haben wir die 1,3 für Datenmanagement, mal 5 ECTS, da kommt dann ja, 2350, das ist wahrscheinlich dann schon die Summe von den 1700 plus die 5 mal 130, ne, das sind dann 650, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Insgesamt kommt dann hier also die 2350 raus. So, das heißt, wir hatten jetzt insgesamt 15 ECTS. Und das heißt, ich muss also diese 2350 nochmal durch 15 dividieren. Und da sollte dann, ja, da kommt dann 156,666, also eine ganz blöde Zahl jetzt, was hier rauskommt. Weil wir die jetzt natürlich, na gut, die können wir jetzt als Integer hier mit einer 156 noch abfragen, auf jeden Fall. Ne? Also das sollte jetzt so schnell per Hand ausgerechnet das erwartete Ergebnis sein, was da jetzt rauskommen sollte. Theoretisch könnte oder müsste man hier jetzt vielleicht an der Stelle natürlich auch mit Floating Point oder Floating Numbers rechnen. Wir halten es einfach und bleiben jetzt einfach bei dieser 156. Ne? Also das wäre jetzt der Wert, der hier rauskommen sollte. Committe ich dann gleich am besten jetzt direkt nochmal hier rein. Dann sehen Sie auch nochmal kurz, wie man mit Eclipse hier committen kann. Natürlich erst, wenn es gespeichert ist. So, und dann den Testfall da rein committed und Notenschnitt richtig berechnet. So, commit und push. Macht das vielleicht im Nachgang dann irgendwie nochmal schön, dass ich diese beiden Commits nochmal zusammensquashe auf einen Commit, dass das dann direkt für Sie nachvollziehbar ist. Oder vielleicht lasse ich es auch drin, mal gucken, wie das dann so am besten vom Lerneffekt vielleicht passt. So, auf jeden Fall, also your challenge, your mission, should you choose to accept it, ne, wäre jetzt
das hier einzukommentieren natürlich, wo jetzt in der Studienverwaltung natürlich noch eine Methode fehlt und wo dann entsprechend auch auf dem Studenten bzw. auf der Studienverwaltung eine zweite Methode fehlt. So, und dann können wir uns das Leben jetzt mal versuchen einfach zu machen, ne, dass wir den Quickfix von Eclipse hier nehmen und sagen, er soll uns doch mal bitte diese Methode noch anlegen, Note eintragen. Und die machen wir vielleicht über diese privaten Methoden, machen wir also da oben hin, da passt sie vielleicht so besser oder am besten rein, ne? Note eintragen. So, was müssen wir jetzt machen, um diese Note hier entsprechend eintragen zu können? So, schauen wir gerade mal. Wir wollen jetzt also hier erstmal wieder oder müssen erstmal wieder, ne, weil wir die Matrikelnummer als Key bekommen und die Note bekommen, beziehungsweise das wäre so die Vorgabe, die in dem Testfall gemacht ist, ne, müssen wir jetzt erstmal wieder finde Student die entsprechende Instanz finden. Da haben wir praktischerweise eine Methode, ne? Also das können wir von da oben kopieren. So, Note eintragen, zack. Das sieht natürlich jetzt auch nicht so schön aus, was er uns hier gemacht hat als Parameternamen, aber woher soll er es auch besser wissen? Ne? Matrikelnummer, dann String war der Prüfungsname und da hinten kam dann die Note. So, dann müssen wir einmal den Studenten finden. Wir müssen einmal, wir könnten eigentlich alles von da oben kopieren. Ne? So, und dann kopieren wir auch das hier noch. Und ja, wobei, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht, ne? Wir können jetzt die Note eintragen. Ist jetzt die Frage, worüber wollen wir letzten Endes gehen? Wollen wir jetzt über den Studenten gehen oder wollen wir über die Prüfung gehen? Doch, aber die Prüfung brauchen wir natürlich auch, weil wir entsprechend rauskriegen müssen, dass wir oder sicherstellen müssen, dass wir das für die richtige Prüfung auch eintragen. So, wenn einer der beiden null ist, dann stimmt irgendwas nicht, ne? Dann geben wir wieder nichts zurück, beziehungsweise springen direkt zurück. Und jetzt müssen wir dann irgendwie beim Studenten diese Prüfung noch eintragen, also S-Punkt, beziehungsweise die Note eintragen. S-Punkt Note eintragen, gehen wir mal so rum. Dann ja, müssen wir jetzt weiter übergeben. Hier sind wir jetzt schon im Backend, ne? Hier können wir also die Prüfung, also P übergeben und wir übergeben die Note. Und lassen uns jetzt beim Studenten eben entsprechend wieder über einen Quickfix, na, da ist es, dann diese Methode auch generieren hier unten. Jetzt also bringen wir Business-Funktionalität da mit dazu. Ne? Und ja, wie finden wir jetzt von diesem Studierenden, also oder von der Frau Fischer hier beispielsweise, ne, von dieser Studentin, wie finden wir jetzt zu der Prüfung? Wir haben ja hier nur die Anmeldungen verlinkt. Ja, das heißt, wir müssen jetzt eben über alle Anmeldungen, die hier drin sind, also hier drüber und hier drüber gucken und müssen dann schauen, ob an dieser Anmeldung die passende Prüfung dranhängt. Wie formulieren wir das? Wie schreiben wir das? Na, eigentlich ganz einfach, ne? Wir iterieren über alle unsere Anmeldungen drüber. Also Vorprüfungsanmeldung, Doppelpunkt. Machen wir es wieder PAM, ne? PAM, Prüfungsanmeldung. Prüfungsanmeldung, da ist der Doppelpunkt 1 zu früh. Doppelpunkt Anmeldungen, also wir iterieren über diese Liste drüber. Und wir sagen dann if PAM.getPrüfung, ne? Deswegen diese Verlinkung, damit wir eben von der Prüfungsanmeldung zur Prüfung hier finden können. Also PAM.getPrüfung.equals, Klammer auf, Klammer zu, wenn das unserer Prüfung P, hätten wir lassen können, ne? Wenn das der Prüfung P entspricht, dann möchten wir gerne dort die Note oder an dieser Stelle bei dieser Prüfungsanmeldung die Note setzen. Ne? Dann haben wir also die richtige gefunden. So, Set Note. Und dann können wir eigentlich, weil es die ja nur einmal geben sollte, auch direkt rausbreaken, wenn das geklappt hat, wenn das gesetzt ist. So, das war dieses. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Dann können wir nämlich hier in dem Testfall nochmal das jetzt
auskommentieren und können das einfach mal laufen lassen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. So, wobei wir jetzt natürlich nur oder noch nicht wirklich überprüft haben, dass das auch korrekt gespeichert ist, sondern wir haben es jetzt hier halt einfach mal eingetragen und müssen jetzt eben dann noch sinnvoll die Geschäftslogik hier einführen oder einfügen, um eben tatsächlich den Notenschnitt zu berechnen. Ne? Der Notenschnitt berechnen, das muss zuerst auch wieder über die Fassade nach außen angeboten werden. Das lassen wir uns jetzt vom Eclipse hier wieder einfügen. Ich mag es aber lieber an einer anderen Stelle haben, nämlich hier oben. Und dann speichern wir das hier. So, also Notenschnitt abfragen für eine Matrikelnummer ist das jetzt gedacht. So, und das heißt, dann müssen wir wieder den Student finden. Zack, und dann brauchen wir wieder dieses if hier. Wenn der null ist, hat irgendwas nicht funktioniert oder es passt irgendwas nicht, ne? Das heißt, dann springen wir einfach zurück. Return. Ja, was geben wir da zurück? Irgendwie 0 oder sowas. Und das kann natürlich auch ein Int sein. Das muss jetzt hier natürlich kein Integer sein. So, und dann, wenn das nicht null ist, dann können wir jetzt von dem Studenten den Notenschnitt berechnen lassen. Das ist jetzt die Aufgabe, die dem Studenten hier zukommt. Der sollte ja seine Prüfungen und so weiter alles kennen. Das heißt, wir brauchen hier keine Parameter, aber wir brauchen noch diese Methode. Also Notenschnitt berechnen. So, wie kommen wir jetzt wieder an den Notenschnitt dran? Na, ich hatte es eben schon gesagt, ne? Frau Fischer, da müssen wir jetzt über alle Prüfungsanmeldungen erstmal drüber gehen, die wir haben, müssen uns dann die Note jeweils von dieser Prüfungsanmeldung holen und müssen dann von der Prüfungsanmeldung noch weiterlaufen hier zu der Prüfung, uns die ECTS-Punkte holen und das eben gewichtet ausrechnen. So, klingt erfahrungsgemäß erstmal komplizierter, als es ist, wenn man einigermaßen fit ist in der Programmierung, aber da auch da sich viele Programmieranfängerinnen und Anfänger natürlich schwer tun, berechtigterweise, möchte ich auch das jetzt nochmal genau zeigen. So, wir sind also im Studenten. Wir haben hier die Verlinkungen zu all unseren Prüfungsanmeldungen und wir brauchen jetzt erstmal die Note. Ne? Und das heißt, um eben einen Notenschnitt auch berechnen zu können, brauchen wir, nicht private, wir brauchen einfach eine Variable Notensumme als erstes Mal. Die initialisieren wir natürlich mit 0 und dann laufen wir über alle Prüfungsanmeldungen wieder drüber, also vor Prüfungs Anmeldung Pam Doppelpunkt und kommt von der Anmeldungsliste, ne? Anmeldungen. So, da gehen wir über alle drüber und holen uns von diesen Pams jetzt jeweils die Note. Das ist ja in der Prüfungsanmeldung direkt gespeichert, ne? Deswegen hatten wir die Klasse angelegt und die Note müssen wir jetzt natürlich auf diese Notensumme hier drauf addieren. So, Notensumme plus gleich, machen wir es einfach, ne? Hoffe, diese Notation ist auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern hier geläufig. So, dann addieren wir das da drauf und könnten jetzt im Prinzip einfach die Notensumme durch die Anzahl der Prüfungsanmeldungen, also Anmeldungen.size hier zurückgeben. Und das wäre es dann erstmal eigentlich schon. Ich sage eigentlich, ne, weil wenn Sie gut aufgepasst haben, wir wollten die Noten gewichtet berechnen. Und dazu brauchen wir jetzt noch die ECTS oder den Notenschnitt, genauer gesagt, gewichtet berechnen. Dazu brauchen wir noch den Notenschnitt aus der Prüfung. Also ich zeige nochmal, wo wir jetzt sind oder wo wir hin müssen. Wir haben jetzt eben das hier geholt und jetzt müssen wir halt von hier noch darüber laufen und müssen uns diese Zahl auch noch holen und müssen also entsprechend ausrechnen, nicht nur die Notensumme, sondern auch die ECTS-Summe. So, wäre es jetzt natürlich schöner, wenn man hier auch noch den Camel Case, wobei das im Deutschen ist das ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Aber ich glaube, so wäre es doch ein bisschen schöner, gerade bei den ECTS hier unten. Also ECTS-Summe ist auch 0 am Anfang und jetzt müssen wir eben noch von der Prüfungsanmeldung, ne? Also von hier müssen wir irgendwie noch zur Prüfung kommen und praktischerweise hat diese Prüfungsanmeldung natürlich auch eine Methode GetPrüfung, also ECTS-Summe.
auch wieder analog, ne? Plus gleich pen.get Prüfung. Jetzt wollen wir uns also diese Prüfung holen oder die Verlinkung zu der Prüfung rüberlaufen, ja? Und von der Prüfung holen wir uns jetzt die ECTS und addieren das eben, wie gezeigt, hier auf unsere Notensumme drauf. So, das heißt, wir können da jetzt am Schluss dann die Notensumme durch die ECTS-Summe dividieren. So, und wenn ich jetzt nichts vergessen habe und keine Fehler irgendwo dumm eingebaut habe, dann sollte uns das jetzt die Möglichkeit geben, wenn wir hier nochmal speichern, erkennt das Eclipse hoffentlich auch alles als korrekt, ne? Dann sollte das uns jetzt die Möglichkeit geben, eben hier diesen Notenschnitt für die Frau Fischer zu berechnen. Und dann schauen wir mal, ob ich sowohl richtig gecodet habe, als auch diese manuelle Ausrechnung vorhin korrekt hier vorgenommen habe. Und lassen jetzt diesen JUnit-Test hier nochmal laufen. Und da wird irgendwas falsch. Da kommt 20 raus. Warum kommt da 20 raus? Und nicht 156? Das ist jetzt natürlich der Super-GAU hier am Ende des schönen Videos. Ich hoffe, ich finde das dann schnell, was jetzt hier schief geht, beziehungsweise was hier schief gegangen ist. Wir haben hier die Note, wir haben hier die ECTS. Und ja, das schreit entweder nach einem Sysout oder nach einer Debug-Aktion. Dann machen wir hier mal, setzen wir hier mal einen Breakpoint drauf. Und lassen das hier Debug as JUnit-Test, dann lassen das hier mal ausführen und schauen mal, was da jetzt drin steht. So, wir haben eine Notensumme von 300 und eine ECTS-Summe von 15. Also die ECTS-Summe, die macht natürlich Sinn, diese 15. Die Notensumme von 300 macht ein Stück weit auch Sinn. Allerdings, genau, wir wollten ja hier das Ganze gewichtet berechnen, das heißt, ich habe hier tatsächlich einen Programmierfehler gemacht, so wie das aussieht, ne? Wir müssen also hier int ECTS diese ECTS natürlich auch nochmal speichern und dann können wir da unten diese Variable natürlich verwenden und wir können hier auch nochmal diese Variable verwenden, um das Ganze dann gewichtet aufzumultiplizieren. So, das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Dann gucken wir mal. Dö-dö-döp. So, und dann sieht es doch grün aus, ne? Das heißt, also das scheint jetzt zu passen. Beziehungsweise wir können natürlich den Breakpoint hier auch nochmal machen und können gucken, was uns der Debugger dann sagt. Debug as JUnit-Test, hier haben wir es so ausgeführt. Zack, zack. Und da haben wir angehalten. Wo sind wir denn? Wo habe ich denn das jetzt? Notenschnittberechnung? Achso, wir müssen nicht in der falschen Klasse den Breakpoint gesetzt. Habe mich schon gewundert, warum der jetzt eben auch verschwunden war. So, da können wir jetzt einfach mal weitermachen. Genau, bis jetzt hier die Division dann kommt. Ne? Notensumme durch ECTS-Summe. Und da sehen wir jetzt tatsächlich die 2350, die ich vorhin auf dem Taschenrechner ausgerechnet hatte, durch die 100, durch die 15. Da kommen diese 156 zwei Drittel raus, die dann jetzt abgerundet werden, sodass wir also dann hier dieses Ergebnis 156 haben sollten. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ne? Ist jetzt, kann man schauen, wie lang das Video geworden ist. Sehe ich das irgendwo? Ja, oh, über eine Stunde, also fast eine Stunde 15, also fast schon Vorlesungslänge hier dieses Video. Ich hoffe, dass es trotzdem gut nachvollziehbar geblieben ist. Ne? Kämpfen Sie sich, oder ich hoffe, Sie haben sich hier Schritt für Schritt dann durchgekämpft und haben sich jeweils den Code auch nochmal vergegenwärtigt. Und ich hoffe ja, dass jetzt tatsächlich auch diese grafischen Darstellungen hier mit diesen Verlinkungen Ihnen einfach nochmal wirklich vor Augen geführt haben, wie denn solche Objekte im Java Heap oder auf dem Java Heap abgelegt werden, ja, wie die miteinander vernetzt werden und dass sie da eine bessere Vorstellung einfach bekommen konnten, wie diese Objektorientierung tatsächlich funktioniert. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie einen Daumen hoch da lassen. Ne? Wenn es Ihnen nicht ganz so gefallen hat oder wenn Sie irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben, dann ja, am liebsten eben diesen Verbesserungsvorschlag per Kommentar oder irgendwie per E-Mail an mich übermitteln. Daumen runter ist jetzt natürlich nicht so schön, ne? Und je mehr
Daumen hoch, und je mehr neue Abos es vielleicht gibt, desto mehr motiviert mich das natürlich, ähnliche Videos in der Zukunft weiterzumachen, um Ihnen einfach diese Feinheiten der Java-Programmierung dann auch besser vor Augen zu führen bzw. besser klarzumachen. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn es geholfen hat, wenn Sie entsprechend mir das Feedback dalassen. Und ja, bedanke mich zum Abschluss für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns vielleicht bald in einem anderen Video oder vielleicht in einem Studium an der Hochschule Mannheim dann wiedersehen, beziehungsweise wenn Sie ohnehin schon Student sind, sehen wir uns bestimmt demnächst in einer unserer oder meiner Vorlesungen wieder. Machen Sie es gut, bis dahin.